Wir wussten, dass wir uns nicht lustig zu machen haben über andere Menschen und dass wir das im Wesentlichen beherzigt haben für den Rest unseres Lebens. Egal, ob ich einen schwarzen Menschen einen Mohr nenne, das hat nichts damit zu tun, dass ich auch nur ansatzweise den Respekt ihm gegenüber vermissen lasse. Ich interpretiere mal diesen Schulterschluss zwischen Jürgen und Thomas. Ihr sagt also so sinngemäß... Dass es dazu kommen musste. Ja. Entschuldige, das habt ihr euch selber eingebrockt. Aber ihr seid quasi so weit deutlich jenseits der 50, sagen wir mal, dass ihr jetzt auch keine große Lust mehr habt bis zum Ableben euch das sprachlich umzugewöhnen, weil ihr eben so aufgewachsen seid. Moment, Janine würde mich interessieren an der Stelle. Wie empfindest du das, wenn die alten weißen Männer hier sagen, also wir sind so groß geworden mit den Zigeunern. Jetzt von einer alten weißen Frau dann. Nein, würde ich nie denken. Nein, ich schließe mich dem ehrlich gesagt an. Also ich finde auch, wir thematisieren so viel und wir problematisieren damit so viel und wir terrorisieren dann schlussfolgernd auch so viel. Und ich muss auch sagen, es sind so Sachen, ich habe das genau, wie Thomas das gerade gesagt hat, ich habe das auch nie thematisiert. Wenn wir einen Zigeunerschnitzel bestellt haben, ganz ehrlich, da habe ich doch nicht an die Diskriminierung gedacht. Diskriminierung gedacht. Oder wenn, wir haben früher Mohrenkopfbrötchen haben wir. Aber es fühlen sich ja Menschen diskriminiert. Das stimmt überhaupt nicht. Der Zentralrat der Sinti und Roma. Der Zentralrat der Sinti und Roma sagt, Zigeuner ist eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird. So haben sich die Sinti und Roma nämlich niemals selbst genannt. Haben die kein Recht, selber zu entscheiden, wie sie genannt werden wollen? Doch, sicherlich. Also ich meine, wenn dem was nicht passt, gut, wir können ja Dinge ändern, das ist in Ordnung. Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich 2, 3 Leute, ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an. Es tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig. Und ich kann dir nur sagen, ich habe sehr viele, was dürfen wir jetzt sagen, farbige afroamerikanische Freunde, die haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht, ob sie sich beleidigt fühlen, weil einer sagt, kann ich einen Mohrenkopf essen? Ja. Wenn du dir natürlich jeden Schuh anziehst und dich immer beleidigt, Entschuldigung, hier sitzt eine blonde Frau mit relativ großer Brust. Was meinst du denn, was wir uns anhören? Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn ich jetzt mich für jeden Mist beleidigt fühle, Leute, dann habe ich ein echt bescheidenes Leben. Und vielleicht fangen wir mal an, einfach alle lockerer zu werden. Was musst du dir denn anhören?